die Kibas und die Wurten im Unterschied. Ja, Chinoa, das heisst ja eigentlich Chinesisch. Ich nehme an, dass das mit Öl ist. Beides sind beliebte Festtagsklassiker, haben aber einen markanten Unterschied. Beim Fondue Chinoise wird Bouillon als Sud verwendet. Fondue Bourguignon wird hingegen mit Öl zubereitet. Beim Fondue Chinoise kann man dünngeschnittenes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Krustentier servieren. Kurz gesagt, alles, was mundgerecht ist, mundet vorzüglich. Beim Fondue Bourguignon ist Rindfleisch üblich. Am besten lässt man sich das Grab vom Metzger in 2-3 cm grosse Würfel schneiden. Serviert man neben dem Rindfleisch noch andere Fleischsorten, sollte man jedes Fleisch auf einem separaten Teller anrichten. Für Fondue Chinoise und Bourguignon kann man die gleichen Beilagen wie Reis, Chips und Brot sowie Essiggürkchen und Maiskörbe zusammen mit verschiedenen Dipsoßen verwenden. Übrigens, der Vorläufer von Fondue Chinoise ist der chinesische Hotpot, auch Feuertopf genannt. Das Gericht kennt man dort schon seit fast 2000 Jahren.